Heute habe ich von Walter eine Lektion fürs Leben gelernt, nämlich Größenwahn hilft immer. Ich werde heute diesen Größenwahn nutzen und versuchen, einfach ins Dschungelcamp hineinzugehen. Ich werde vor die Tür fahren und gucken, was passiert. Leider habe ich etwas schlechtes Wetter, aber das macht ja nichts. Ich habe mal geguckt, wer ist eigentlich diese Security-Firma, die das Dschungelcamp bewacht. Es ist eine ansässige Firma von einem ehemaligen Soldatentypi, der mit Maoris zusammenarbeitet, und zwar irgendwelche Geheimdienst-Maoris. 50 an der Zahl arbeiten dort ungefähr und bewachen dieses Camp. Das sind richtige Kühen, richtige Klopper, so Kriegstypen. So Maoris, die sich, glaube ich, die Zähne so anfallen oder so lustige Tattoos haben und mich dann einfach erdolchen, ohne dass ich es merke. Wahrscheinlich erdolchen sie mich und ich sterbe erst in Deutschland, wenn ich gelandet bin. Das ist irgendwie so eine Geheimwaffe, die sie da haben oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls ist es angsteinflößend. Das ist nicht irgendwie so ein Security-Quatsch, sondern das ist ernste, richtige, wir beschützen, was hier auf unserem Gelände passiert, Security. Ich biege jetzt links ab, jetzt geht's los. Jetzt geht mein Herz ein bisschen hoch. Ich sehe auf jeden Fall jetzt hier schon den Berg, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, den Sie in Deutschland auch immer sehen, wenn der kleine Oktokopter übers Dschungelcamp fliegt, während Sonja Zietlow und der andere ihre Moderation machen. Jetzt sind wir da. Private Property, no way through. No trespassers. Tja, hier rechts geht's direkt rein zum Dschungelcamp. Und um ehrlich zu sein, traue ich mich nicht. Machen wir Kamera runter. Why is such a security here? What is? Oh, it's a peanut plantation over here. I don't believe you. Wanna turn around? Yeah. So, es hat genau 5 Sekunden gedauert, als der Security Guard kam. Erdnüsse. Hier werden Erdnüsse angebaut. Wenn Walter wüsste, wie sehr er bewacht wird, und wenn Walter wüsste, wie aufregend eigentlich es ist, ins Dschungelcamp einzubrechen. Weil wenn ich mir die letzten 5 Folgen angucke, war das nicht so aufregend. Man sollte das Konzept der Show ändern. Man sollte 2 Shows machen. ProSieben macht eine, wir brechen ins Dschungelcamp ein. RTL macht eine, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Okay, der ist immer noch hinter mir. Immer noch. Vielleicht können wir den noch ein bisschen provozieren. Jetzt wendet er. Jetzt fährt er zurück, oder?